haben wir ja gerade schon angesprochen. Aber man kann ja nicht nur Fragen stellen, wie es gelöst werden kann, sondern man kann ja auch Antworten liefern. Auf der Suche nach Antworten waren wir im normalen Land, in Potsdam. Wir wollten mal diese Alternative vom Leben, also naturfreundlich, ein bisschen filmen und fragen, wie das so ist. Als erstes erstmal, wir sind ja jetzt hier in einer Jurte. Das ist eine spezielle Jurte, die kommt aus Kirgisistan. Ja. Diese Jurte, die hat keine Pfosten in der Mitte und die Jurte besteht nur aus Naturmaterial. Wir haben da hinten gesehen, dass Sie einen Gasbrenner benutzt haben. Was für einen Zweck hatte das denn? Den Gasbrenner benutzen wir, um das Holz anzuflammen und dadurch nimmt das Holz kein Wasser auf und kann schlechter verschimmeln. Ah. Da brauche ich keine Farbe. Farbe ist heutzutage auch oft Chemie. Ja, das stimmt. Klar, draußen die Jurte muss sich schützen vor den hiesigen Witterungseinflüssen. Die Jurten, vielleicht habt ihr euch schon informiert, kommen aus Zentralasien, speziell das sind kirgisische Jurten. Könnt ihr auch vielleicht mal schauen, wo Kirgisistan liegt auf der Weltkarte. Aha. Und dort ist sehr kontinentales Klima, sprich sehr trockenes Klima. Hier in Deutschland haben wir normalerweise sehr feuchtes Klima, war die letzten 2-3 Jahre auch anders. Dennoch muss ich die Jurten halt vor der Witterung schützen und dann habe ich draußen so ein Persenning-Material. Aber da habe ich eben darauf geachtet, dass das kein billiges Material ist, sondern ein sehr hochwertiges Material, was eben eine sehr lange Lebenszeit hat. Heutzutage ist es ja oft so, da wird manches gekauft, da wird aufs Geld geschaut, dann kauft man was Billiges, aber dann ist es auch schnell verschlissen. Würden Sie Tipps geben für die Leute, die probieren, naturfreundlich zu leben, aber in einem normalen Haushalt wohnen? Gäbe es da Verbesserungsmöglichkeiten oder einfache Sachen, wie man der Natur und dem Klima helfen könnte? Na, ich kenne ja auch einige, die auch schon vor 200 Jahren waren. Lehmputzwände, ist alles ein bisschen aufwendiger, alles vielleicht ein bisschen teurer. Aber was wir jetzt sparen, praktisch an billigen Bauten, ist ja alles auf Kosten der Zukunft, auf Kosten zukünftiger Generationen. Gut, vielen Dank. Na, gerne. Ja. Hallo aus Potsdam. Wir sind hier am Heiligen See, wie Sie gerade gesehen haben, im neuen Garten. Ja, das ist wirklich ein sehr schöner Ausblick. Und wir gehen jetzt los auf der Suche nach unserem ersten Interviewpartner. Bis gleich. Unseren ersten Interviewpartner getroffen. Genau. Heute geht es ja um das Thema Potsdam. Und die erste Frage ist, welcher König aus Potsdam wurde auch der Kartoffelkönig genannt? Das war Friedrich der Zweite. Richtig. Für unseren nächsten Interviewpartner getroffen. Unsere erste Frage ist, wie heißt das Hotel am Alten Markt? Hotel am Alten Markt? Oder auf dem Alten Markt. Auf dem Alten Markt gibt es kein Hotel. Recht daneben, mehr Kühe. Ja, genau. Das. Naja, das kenne ich. Ja, richtig. Mhm. Finden Sie es notwendig, sich für das Klima einzusetzen? Natürlich. Haben Sie in Ihrem Alltag etwas eingebaut, das dem Klima helfen könnte? Und wenn ja, was? Zum Beispiel weniger Verwendung von Plastik. Also mehr auf Glassachen setzen.